Gerade im Frühling und Sommer verbringen wir einen Großteil unserer Freizeit auf der heimischen Terrasse. Bodenbeläge aus innovativen Wood Polymer Composites, kurz WPC, sind besonders langlebig und pflegeleicht. WPC fühlt sich an wie Holz und ist dabei die perfekte Barfußdiele, da sie vollkommen splitterfrei ist. Achten Sie beim Kauf Ihrer WPC-Terrassendielen auf das Qualitätssiegel Holzwerkstoffe, das für besondere Produktqualität steht. Damit Ihre WPC-Terrasse auch nach vielen Jahren noch schön aussieht, zeigen wir Ihnen, wie man die Dielen mit wenig Aufwand richtig pflegt. Beachten Sie bitte auch die Pflegehinweise der Hersteller. Die erste Reinigung empfehlen wir Ihnen direkt nach dem Verlegen. Danach genügen meist 1 bis 2 Reinigungen pro Jahr. Nach der Grobreinigung entfernen Sie leichte Verunreinigungen wie Staub und Schmutz völlig unkompliziert mit Wasser und einem Schrubber. Es können auch weiche Bürsten, jedoch keine Metallbürsten, verwendet werden. Für stärkere Verunreinigungen greifen Sie zu milden Haushaltsreinigern und einem Hochdruckreiniger. Tipp: Einige WPC-Hersteller haben auch spezielle WPC-Reiniger für ihre Produkte entwickelt, die vor allem bei besonders starken Verschmutzungen angewendet werden sollten. Besonders effektiv ist die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger. Bei maximal 100 Bar reinigen Sie Ihre Terrasse mit dem flachen Strahl immer in Richtung der Dielenstruktur. Der Mindestabstand sollte dabei 30 cm betragen. Um besonders hartnäckige Flecken durch Fett und färbende Lebensmittel wie Senf oder Rotwein zu vermeiden, sollten Sie diese Lebensmittel möglichst sofort von der Terrassendiele entfernen. Reinigen Sie die Stelle anschließend mit einem haushaltsüblichen Bodenreiniger und einem feuchten Schwamm. Viele Flecken verschwinden zusätzlich durch den Einfluss der Witterung. Kleine dunkelschwarze Stockflecken können vor allem dort entstehen, wo die Dielen schlecht abtrocknen und Schmutzablagerungen über einen längeren Zeitraum nicht entfernt werden. Besonders dann, wenn die verschmutzten Bereiche längere Zeit unter Sauerstoffabschluss stehen. Die betroffenen Stellen lassen sich am besten mit chlorhaltigen Haushaltsreinigern behandeln. Waschen Sie nach dem Einwirken das Reinigungsmittel gründlich ab, um ein Verbleichen der Oberfläche zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Anleitungen der Reinigungsmittelhersteller. Brandflecken, die durch herabfallende Grillkohle oder Zigaretten entstanden sind, können ganz einfach abgeschliffen werden. Dazu verwenden Sie am besten eine Stahlbürste oder ein feines Schleifpapier. Bearbeiten Sie die Dielen immer in Richtung der Rillen bzw. Faserrichtung, um das Material nicht anzugreifen. Nach einiger Zeit werden sich die bearbeiteten Bereiche durch die natürliche Bewitterung farblich wieder angleichen. In Übergangsbereichen von teilüberdachten Terrassenflächen können sich Wasserflecken bzw. Wasserränder bilden. Die Flecken entstehen durch angetrocknete Schmutz- oder Staubpartikel und sind in der Regel mit klarem Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsgeräten zu entfernen. Nach dem Winter sind auf der Terrasse häufig salzhaltige Rückstände vom Schnee- und Eisräumen zu sehen. Diese lassen sich leicht mit reichlich Wasser und einer Bürste entfernen. Wenn Sie diese Tipps beachten und Ihre WPC-Terrasse 1 bis 2 Mal pro Jahr richtig pflegen, bleibt Ihre persönliche Wohlfühloase über viele Jahre hinweg erhalten.